Das haben wir in den letzten Monaten mehrfach vernommen aus Presse und so weiter. Und wir können uns ja darüber klar sein, dass es zurzeit eine amerikanische Regierung gibt, der nicht gelegen ist an einem geeinten Europa. Dass es in Russland eine Regierung gibt, der auch nicht gelegen ist an einem geeinten Europa. Und die sitzen auch nicht nur da und überlegen, was könnten wir denn machen, sondern die haben längst begonnen, gegenzuarbeiten. Ein Beispiel, auf das in diesem Buch hier hingewiesen wird, über das ich gleich noch was sage, ist ein Emissär, wenn ich mal so sagen soll, ein heimlicher Emissär, der scheinbar aus der Regierung herausgeworfen worden ist. Ich glaube, es ist nur ein Schein. Bannon. Der durch Europa reist, wahrscheinlich auch reich ausgestattet mit Geldmitteln und mit dafür sorgt, dass die eben europafeindlichen Kräfte gestärkt werden sollen. Vielleicht ist auch das, was Orban jetzt gerade an diesem Wochenende verkündet hat, dass er vorschlägt, das Europaparlament abzuschaffen, auch sozusagen ein Produkt aus solchem Zusammenwirken. Ich möchte jetzt hier hinweisen auf ein Buch von Ute Scholp. Sie gehört zu Mehr Demokratie e.V. Das ist nicht Pulse of Europe, aber wir sollten zusammenarbeiten und uns zusammendenken mit anderen ähnlich gesinnten Gruppen. Dieses Büchlein ist nicht dick, aber es ist eine Art deutliche Aufklärungsschrift für das, was jetzt nötig ist. Man kann das im Internet bestellen, man kann es auch sich weiter erkundigen. Wie teuer? Ich kann es nicht sagen. Es kostet nicht viel. Ich weiß es nicht. Unter Scholp ist gut. Ja, also das wollte ich, darauf wollte kann ich gerne hinweisen. Kann man verschenken, ne? In dem Sinne. Man kann das weit verbreiten und verschenken an junge Leute.